Hallo und willkommen zurück zu Lego Fortnite. Dann wollen wir mal wieder einiges zu tun. Die Blockhütte oder unser Blockhaus baut sich nicht von selbst. Das würde ich jetzt demnächst mal anstreben. Wir schauen einfach mal, wie es in unserem Inventar aussieht. So Mitte, aber Platz genug haben wir tatsächlich für Bäume. Dann gehen wir mal schön auf Baumjagd. Sind ja hier einige in der Nähe. Die kleinen ignorieren wir mal. Oh, mir ist kalt, das heißt einfach wieder Fackel in den Fackelhalter. Dafür ist das Ärmchen hier da. Dann, solange Nacht ist. Achso, Skelette tauchen auf. Auch das kann uns egal sein. Wir sind stark genug. Wir wurden letztens zwar vom Dino oder Rino auseinandergenommen. Aber das soll uns jetzt nicht weiter bekümmern. Sein, der taucht nochmal vor uns auf, dann werde ich schneller rennen, als ich weglaufen sagen kann. Aber alles zu seiner Zeit. Ich glaube, die Himbeeren wären gar nicht so schlecht als Essen. Ich fürchte, ich habe nichts auf der Hand. Was Essen angeht zumindest. Bin zwar noch am Basislager, am Dorfplatz, aber wir gehen ja in Richtung, wo die großen Stämme sind. Glaube, das sollte an Himbeeren reichen. So, den Baum wollte ich stehen lassen. Die Kürbisse werden relativ nützlich sein. Oh, mein Schwert ausrüsten. Ohne das klappt nichts. Mit dem klappt schon einiges. So, Mais ist auch wichtig, aber wahrscheinlich hält der sich hier auch noch eine Weile. Können wir einfach ein bisschen Holz machen. 160 braucht man davon, damit die Blockhütte fertig wird. Müssen das jetzt auch nicht am Stück so machen. Ah, zumindest ein bisschen Holz, solange es noch Nacht ist. Das erinnert mich auch wieder stark an Valheim. Die beste Methode, Holz zu machen, ist, Holzstämme auf andere Holzstämme zu jagen. Das hat einen Riesenspaß gemacht und macht immer noch einen Riesenspaß. Ach ja, Valheim, das steht bei mir auch nochmal an. So richtig. Richtig schön langes Spielsession wird es dann. Muss ich mal schauen. Ja, Inventar ist voll. Das interessiert mich gerade aber nicht. Wir haben noch eine Milch. Die kann ich ja zumindest einnehmen. Zum Glück nur über den richtigen Weg. So. Die will ich da, die will ich da. Die will ich gar nicht, die Armbrust. Die verbraucht man jetzt gleich mal. Pfeile sollte man noch genug haben. Kürbis kann man nie genug haben. So, war das ein Baum, den ich stehen lassen wollte? Ich glaube nicht. Die sehen zwar cool aus, aber wir haben ja große Pläne. Und da braucht man auch viel Ressourcen für. Ja, weg mit dem. Der wächst bestimmt auch wieder nach. So, hier mit dem ganzen schönen Zeug. Hey, hilf doch mal wieder mit, oder ist deine Axt jetzt inzwischen kaputt? Nö, eigentlich nicht. Na gut, weiter im Text. Ach, wunderschön, wunderschön. Wir können eigentlich auch mal wieder ins Gebiet mit den Palmen gehen. Die haben auch wunderbar viel Holz gebracht. Au. Sei doch nicht so fies hier. Oh, nicht schon wieder eine Fee. Da kann nichts Gutes dahinter stecken. Wir folgen ihr trotzdem mal. Wir folgen ihr trotzdem mal. Vielleicht esse ich davor noch was. So. Erstmal kämpfen, dann essen. So. Hier mit den Knochis. Spitzhacke kannst du behalten. Oh, was ist denn da hinten? Da ist auch ein Lagerfeuer. Das kommt aber nicht von uns. Jetzt ist es weg. Da ist dieses Riesenvieh. Das will ich nicht. Nein, 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 nein. Keine Fragezeichen. Garantiert keine Fragezeichen. Da müsste man nicht hin. Egal wie gut die Fee das meint. Oh, der Wolf ist in Ordnung. Dem kann man ausweichen.
Nein. Mein wertvolles Fleisch. Bist du ein Sandwolf? Oh, ich glaube. Der hält mehr aus. Das ist ein neuer. Und der hat gute Krallen fallen lassen. So, erstmal die Kürbisse. Alle aufessen. Gibt einen Inventarplatz. Und natürlich Herzchen. Und so langsam wird es wieder Tag. Das ist doch wunderbar. So. Dann, was kommt nach unten? Die Himbeeren. Das Fleisch will ich gern auch mitnehmen. Dafür können wir die Seide mal weglassen. Und hier ist eine normale Wolfskralle mal 4. Was tun wir dafür weg? Sandklaue ist das. Schön, dass die so weiß ist. Irgendwie hätten die die auch gelb einfärben können. Also wir haben den ganzen Marmor-Kladderadatsch mitgenommen. Aber das war auch dämlich. Das ist aber normaler Stein hier. Verhält sich wie normaler Stein. Sieht wie normaler Stein aus. Ist normaler Stein. Ich bin nicht überrascht. Sehr schön. Nein, Inventar voll. Wir brauchen das Holz doch. Ah, was lassen wir da? Die Spitzhacke. Immer die Spitzhacke. Die sind eh nicht mehr gut. Wir können der Vieh vielleicht doch jetzt wieder folgen, wenn das Viech da weg ist. Vielleicht wandert es umher und sucht mich schon. Nach Vergeltung. Na egal. Wir gehen mal hin und zur Not können wir immer noch abhauen. Ich finde, das ist eine solide Strategie und da hinten ist es. Ja, wo willst du, dass ich hingehe? Ja, nach links ist gut. Das ist sehr gut. Ja. Ich folge. Eine goldene Kiste. Ganz weit entfernt vom Monster. Erde. Schneebärensamen. Die sind, glaube ich, wieder wertvoll. Ich brauche ein größeres Inventar. So, nochmal eine Spitzhacke weg. Dafür Pfeile nehme ich auch. Erde. Zieh mal raus. Gut. Das hat einen Granit gebracht. Na, immerhin. Ist echt ein schöner Strand hier. Wäre nicht so überlaufen mit Monstern, könnte ich mich ein bisschen mehr darüber freuen. Ja, das wird vielleicht noch. So. Oh. Ganz viel kaputt gegangen hier dadurch. So ein schönes... Schöne Palmen, um Holz draus zu machen. Das macht echt Spaß. Mehr Spaß als die normalen Bäume. Kann ich zwar nicht erklären, warum. Aber irgendwie trifft das einen Nerv. Oh, da war ja gar kein Baum mehr da. So, einen Moment. Mein Tablet wieder dazuschalten. Jö, passt. Das wollte einfach in den Energiesparmodus gehen. Ich fasse es nicht. Na ja, gut, sei ihm gegönnt. Sei ihm auch gegönnt. Also das steht hier vor mir für den Twitch-Chat. Ich zock nicht auf dem Tablet. Da bin ich schon besser ausgerüstet. Sonst würde ich mit meinen schwachen Augen da auch nichts mehr erkennen. Na komm, ganz viel Holz. Ganz viel Holz. Inventar schon wieder voll. Das ist ein gutes Zeichen. Schlechtes Zeichen ist, was werf mal weg. Die Armbrust vielleicht. Lass mal sie am Strand liegen. Wählen die gute Armbrust aus. So. Können wir irgendwas noch stecken? Sehe ich gerade zumindest nicht. Nö. Eher mit dem Holz. Dann können wir hier nochmal ein bisschen in die Richtung gehen, bevor wir auf die Mütze kriegen. Und dann gehen wir zurück zum... Ah! Hm? Warst du das gerade im Wasser oder gibt es hier irgendwie einen Haifisch, der mich auch noch kalt machen will? Da ist noch eine goldene Kiste und hier so ein Sandpanzerteil. Die braucht man natürlich. Wie stark bist du? Naja, es geht. Nein, die Schneckchen. Die Schneckchen.
Wunderbar. Das Problem ist, Sandpanzer wertvoll, alles andere gar nicht so unwertvoll. Die zwei Holz kommen raus. Wir nehmen den Sandpanzer. Wir gehen zur goldenen Truhe, die ich hier gerade irgendwo erspäht hatte. Bin ich blöd? Ist die wieder weg? Nö. Die war einfach hinter dem Felsen hier. Oh, das war wieder so eine Falle. Da sind sie gespawnt. Glaube, die waren letztes Mal so richtig stark. Oh, Dynamit. Ihr könnt doch nicht meine Begleiterin hochjagen. Oder mich. Ja. Hab auch mal was getroffen. Pfeil aufheben, natürlich. Ein Kurzschwert aus Holz, das braucht man nicht. Hier ist noch ein Pfeil. Mensch, da habe ich echt nicht gut getroffen. Okay. Federn können wir aufnehmen. Kürbis nicht unbedingt, die können wir aber fressen. Haben eh wieder Hunger. Bin ich im Kampf? Hallo? Ich drück doch die Verzehren-Taste. Muss das dann schon essen? Okay, will er gerade nicht. Keine Ahnung, vielleicht hängt ihm der Kürbis zum Hals raus. Kann's ihm nicht verdenken. Oder weil wir gerade im Kampf sind, im Kampf waren. Keine Ahnung. Gehen wir mal wieder zurück nach Hause. Holz haben wir zumindest einiges. Energie so mittel. Ist aber echt ein ganz tolles Spiel. Hab's besser gesehen, aber ich hab's auch deutlich schlechter gesehen. Und vor allem das Epic ist, werden die da ordentlich noch Geld reinschieben, vor allem wenn es erfolgreich ist und dann wird schön ausgebaut. Also. Echt nicht so schlecht. Bin zwar immer noch kein so großer Freund von Epic. Ich war auch nie so ein wirklich großer Gegner von Epic. Oh oh. Oh, der hat mich entdeckt. Nein, 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 nein. So ungefähr. Ja. Und schön, auch schön für Fleisch- und Krallenvorräte die Episode. Das wird uns garantiert irgendwann mal weiterbringen. Und da sind wir ja schon. Mit unserem schönen Wachturm. Eigentlich bräuchte man auch einen Turm auf der einsamen Insel da. Oder auf der Insel, wenn man eine schöne Brücke hinbauen, können wir da den Pavillon hinsetzen. Das müssen wir aber erstmal schauen. Nicht alles auf einmal. Sonst gehe ich ja nur noch Holz holen. So. Jetzt müssten wir aber weiterkommen. Und zwar deutlich weiter. Und du willst wohin? Dahin anscheinend. Ein schönes Fensterchen. Seitenelemente. Anscheinend nicht die richtige Seite für die. Ne? Ja, das habe ich mir gedacht. Und du bist doch eigentlich. Nee, das sind die Außenelemente. Na gut. Sehen natürlich auch hübsch aus. Ich mag generell diesen Holzstil. Auch im echten Leben. Deswegen bin ich froh, dass das hier so cool aussieht. So, du bist noch eine Tür. Kommst dahin. Fenster, ein kleines dahin, ein großes da und ein großes da. Und dann wieder so ein Abschluss. Sehr schön, sehr schön. Und noch ein. Ah, den habe ich auf der anderen Seite übersehen. Wird sich aber anbieten, den auch hier hinzumachen. So, ein Torbogen, ein Türdurchgangsbogen, was auch immer. Na, du. Sicher nicht, dass du da rein. Doch, du willst da reinpassen. Hä? Du hast doch gerade gepasst.
Was passt hier wieder nicht? Na gut, machen wir zuerst die anderen Elemente. Vielleicht packt es. Vielleicht ist mein Hirn auch wieder der Schuldige. Das findet man schon raus. So, du musst auf jeden Fall hier als Stützpfosten noch hin. Sonst sieht ja alles merkwürdig aus. Und du, ja, jetzt beschwerst dich nicht mehr. Und weiter geht's. Dann hier wahrscheinlich das Fenster irgendwo hin. Die blauen Elemente könnten noch ein bisschen weniger transparent sein, also ein bisschen kräftiger. Ich habe ein bisschen Probleme zu erkennen, wo was hin muss, aber das ist hauptsächlich ein Problem von mir, denke ich. Gut, dann einmal noch eine Türchen. Wenn sich die Teile hier ein bisschen komisch anstellen. Nee, da braucht man so ein Abschlusselement. Hier wahrscheinlich auch wieder. Mensch, das nimmt doch schon wunderbare Form an. So, und du kommst auch da rein. Und Stufe 5 ist jetzt auch abgeschlossen. Gut, ist soweit logisch, dass es dann hier weitergeht. Und dann haben wir zwei kleinere Fenster. Kannst du mal da weggehen? Dankeschön. Das wollte das Spiel jetzt wirklich nicht. Na komm. Grüne Umrandung, wunderbar. Eine Wand. Ein Pfeiler. Na, du bist auch richtig. Und der andere ist wahrscheinlich von außen besser zu erreichen. Weiß ich gerade gar nicht. Ja, da fehlt noch. Ach, nach vorne. Wieder Hunger. Ich habe doch gerade erst so viel gegessen. Ach nee, der hat mich ja nicht gelassen. Lässt er immer noch nicht. Warum auch immer. Zieh mal das mal um. Das nach da. Die nach da. Ah. Rohes Fleisch solltest du nicht essen. Okay, jetzt klappt's wieder. Gut, warum auch immer das vorher ein bisschen komisch war. So, schönes Vordach. Und die anderen machen wir am besten von oben. Da wäre jetzt wieder so ein Gerüst hilfreich. Also hier können wir das natürlich noch von unten bauen. Aber wenn wir dann jetzt das Dach bauen müssen, müssen wir irgendwie raufkommen. Ja, da zum Beispiel, wir haben dieses Element. Die Seitenelemente, na komm. Na komm, du willst doch auch platziert werden. Sehr schön. Dann müssen wir den Rest echt von außen machen. Okay, das klappt ja auch noch irgendwie. Na gut. Vielleicht habe ich mich zu Unrecht beschwert. So, bis jetzt passt hier alles. Mensch, wird das ein tolles Haus. Und man hat tatsächlich das Gefühl, man verdient sich das bisschen, indem man hier das baut. Wäre keine gute Mechanik gewesen, hätte man die einfach nur die Ressourcen gebraucht und das Haus wird dann auf magische Weise einfach stehen. Sondern das muss man sich hier auch, wenn auch auf eine leichte Weise, verdienen. Finde das gar nicht so schlecht. So, Stufe 11 schon abgeschlossen. 73 Holz haben wir noch. Ich würde sagen, das läuft ja richtig. Das kommt nicht dahin. Jetzt kommen wir vielleicht doch ein bisschen in Probleme. Zumindest von hier unten. Und da drüben müsst ihr auch noch hin. Ich glaube, wir gehen einfach mal hoch. Eine Leiter. Bauteile. Treppen. Und hier ist auch eine Treppe. Irgendwie so. Wir müssen ja nur kurz hoch. Ah, schon deutlich besser. Mit dem Bauen beginnen und weitermachen am besten. Ich schätze, du kommst ganz ans Ende. Du kommst... Ah, okay. Waren zwei Elemente da. Und die andere Seite auch nochmal. Okay, das kommt dahin. Das kommt dahin. Und nochmal hier das schöne Abschlusselement. Mensch, ein wunderschönes Haus. Muss ich sagen. Bekomme echt wieder Bock auf Lego. Das habe ich, glaube ich, schon in der ersten oder zweiten Episode gemeint. Aber...
Es ist tatsächlich ein Reiz, der dadurch befriedigt wird hier. Und hier kommt natürlich auch so ein Abschlussteil hin. Na, vielleicht reicht sogar das Holz, was wir dabei haben. Auf jeden Fall jetzt noch die andere Seite fertig machen. Und ich glaube, hier oben muss dann auch noch was rauf. Na, erstmal hier anscheinend irgendwas. Dann das Große. Dann das Kleine. Also, ob wir das Dorf auch abgegradet haben, der Radius ist irgendwie nicht größer geworden. Das ist ein bisschen komisch. Naja, soll vielleicht so sein. Wer weiß das schon? So. Und jetzt braucht man doch noch. Ah ja. Die letzten Elemente. So, du siehst so aus, als ob du dahin willst. Ne? Echt nicht? Na gut. Das Spiel wird es besser wissen. Das Spiel wird es besser wissen. Na gut. Hätte ich nicht gedacht, dass da so. Oh, passt. Und fertig ist die Hütte. Ach, ist das cool geworden. Und ja, jetzt können wir mal die Räume von innen genießen. Nur hier wirklich die Produktion reinzutun, finde ich auch ein bisschen komisch. Also die Leute können wir natürlich hier einziehen lassen. Oder wir ziehen natürlich als erstes ein. Aber jetzt hier die ganzen Fabriken da reinzutun, müssen wir schauen, wo wir die unterbringen. Die sollten ja vor allem zugänglich sein, sodass wir erstens nicht überall herumirren müssen. Ah, müssen wir einfach abwarten. Sü. Einmal den Knochen hier abstauben. Und die schönen Ressourcen hier. Müssen wir mal schauen, was die nächste Stufe braucht. Knochenwurzelstab und Marmortafel, das kriegt man beides zusammen. So, hier geht natürlich das Essen wieder rein. Was haben wir denn an Essen? Eigentlich so gut wie nichts. Nichts, was man nicht selber brauchen würde. Granit, Marmor braucht man gleich für die Marmortafeln. Das ergibt soweit Sinn, zumindest in meinen Augen. Hier haben wir noch einen schönen Panzer. Seil und Seidenfaden ist kein Drop. Federn sind es allerdings. Krallis auch. Noch mehr Krallis. Das ist wertvoll, aber gehört auch nicht hier rein. Fünf Marmortafeln braucht man. Und Knochenwurzelstäbe, und zwar 20 Stück. Habe ich gerade keine im Inventar. Ne? Fällt dir aufs Maul? Ja. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Die Spitzhacke kannst behalten. So, Marmortafel, Rezept ändern. Da mach mal einfach noch mal. Oh, keine Ahnung. Mach mal einfach mal 30 Stück. Und dann hoffentlich haben wir noch genügend Knochenwurzel, Rohdinger irgendwo rumliegen. Ach, hier sind Samen. Die kann man ja jetzt stapeln. Ranken. Granittafeln. Ach, was soll's. Die fäden auch erstmal da rein. Was weiß ich, wo die hin sollen? Die Kiste ist leer, das ist wunderschön. Ersatzschwert brauche ich auf jeden Fall. Können uns auch mal hinpacken. Bringt nichts. Gut. Jetzt werden doch nicht echt die Dinger ausgegangen sein. Doch, sieht danach aus. Dann einmal hier an die Essenskiste. Unser rohes Fleisch können wir ablegen. Die Himbeeren werde ich auch ablegen. Wir nehmen mal das gebratene Fleisch mit. Will er wieder nicht? Warum willst du das denn nicht? So. Sehr schön. Und es gibt noch mal zwei temporäre Herzchen dazu. Das passt ja. Na gut. Dann braucht man wieder Knochenwurzeldinger. Waldaxt sollte noch reichen. Schwert reicht auch. Dann würde ich sagen, geh mal kurz wieder in die Höhle. Holen die passenden Ressourcen und dann können wir es upgraden. Na, keine Energie mehr.
Also irgendwie rennt er gerade langsamer. Oder weniger gern. Vielleicht, weil wir so schwer tragen, aber vielleicht auch einfach, weil ich das anders in Erinnerung habe oder es mir schneller wünschen würde. Das ist beides möglich. Ja, irgendwas grunzt hier schon wieder. Oh, zwei Wölfe gespawnt. Nee, keine Zeit für euch. Wir brauchen nur diese schönen Wurzelchen, die hoffentlich irgendwie nachgespawnt sind mittlerweile. Wenn es die Monster können, können es die Ressourcen eigentlich auch. Oh, die Spinne hat den einfachen Weg aus dem Leben gewählt. So, na kommt her. Ich rüst mal wieder die Fackel aus, dann sehe ich auch was. Na, gegen die Dinger kommen wir zumindest schon gut an. Die Spinnen waren nie wirklich eine Herausforderung. Ja, mit der Seide. Mit den seidenglatten Beinen. Nein, mein Schwert. Muss mal kurz ein neues auswählen. Na, ganz schön viel Viehzeug hier wieder gespawnt. Aber keine Wurzeln. Also mal die ein oder andere. Ich würde aber nicht sagen, dass die gut zu erreichen sind. Hat gehofft, wir finden welche eher auf Augenhöhe. Boah. Ein Auflauf an Skeletten. Schmeckt bestimmt nicht so lecker, wie es klingt. Und es klingt noch nicht mal so lecker. So. Wieder komplette Überflutung an Spitzhacken, die man nicht braucht. Na komm. Knorrenwurzel. Da ist eine. Da ist hier eine. So, die brauchen wir unbedingt. Weg mit der. Weg mit den scheiß Spitzhacken. Müllt hier alles voll. Oh, das backt wieder. Das backt ja wieder. Weg mit euch. Na gut, lass mal die im Inventar, bis wir den Platz brauchen. Sonst werden neue bestimmt ihren Weg da reinfinden. Okay, hier sind dann noch mehr Wurzeln. Erstmal Gegner ausschalten. Sonst ist das Ressourcensammeln immer so schwierig, weil die eigentlich in Ruhe lassen wollen. Ist ja gut. Nicht schucken. Das ist unfair. Da ist noch ein Kistchen. Mein Inventar ist wieder voll. So ein Mist aber auch. Aber erstmal das, wofür wir hergekommen sind. Brauchen wir, glaube ich, einfach 20 Stück von. Kommen aber nur so 3 oder 4 raus. Ja, wir haben jetzt 9. Wir brauchen 20. Jetzt brauchen wir noch 10. Da unten liegt wieder Seide. Knochen können wir gerne mitnehmen. Orientierung, schauen wir mal, wie es läuft. Oh, Pfeile. Habe ich nicht Pfeile? Doch, die können wir mitnehmen. Da ist ja noch eine. Und ein Skelettfreund. Doch kein Freund. Der will mich auch hauen. Der will mich spitzhacken. Ja, au. Einfach au. Jetzt mische ich auch noch eine Spinne ein. Naja. Ja, danke fürs Zujubeln. Du könntest aber hier wirklich helfen. Zum Beispiel den Typen da kalt machen. So. Dann haben wir hier noch eine und da drüben noch eine. Und dann gehen wir raus und verbessern das Dorf. So. Oh, ein Skorpion mal wieder. Her mit deinem Fleisch. Oh, hier gibt es ganz viel. Okay, deren Axt ist irgendwie kaputt gegangen. Oder die hat nicht das richtige Werkzeug. Die wird sie doch nicht weggeworfen haben, oder? Hey, da ist ein Gegner. Kannst du dich um den kümmern?
vielleicht. Mach mal was für dein Geld. So, ich glaube, eine Wurzel können wir noch zerschlagen mit der Axt. Dann sieht's mau aus. Ja, so viel dazu. Sieht jetzt schon mau aus. Na gut. Haben wir noch irgendwo Granit? Oh, beinahe übersehen. Ja, das sieht nach Granit aus. Schön die Spitzhacke verbrauchen. Und die nächste auch noch. So. Dann jetzt aber schnurstracks wieder zurück. Ohne über Spitzhacken jeglicher Art zu laufen. Ah, wieder die Entscheidung, wo wir herkamen. Ich glaube hier. Sollte man echt mal mehr Lagerfeuer oder irgendwie eine Schnur aufstellen, dass man der zurückfolgen könnte. Ab hier finden wir den Ausgang wieder. Können ja auch alles mit Leitern vollstellen, aber dann sieht man den Ausgang voller Leitern nicht. So. Und wir haben es zum richtigen Ausgang geschafft. Werden wahrscheinlich gleich wieder von einer Spinne überfallen, die am Höhlenausgang wartet. Warum auch immer die das tun? Sie machen es halt. Nee, diesmal nicht. Ich bin positiv überrascht. Ja, so ein Rollpanzer ist hier. Na, schön hier bleiben. Wunderbar. Dann einmal in unser Sägewerk. Na, komm schon. Lauf, du Lama. Lego-Charakter. Echt nicht die besten Beinchen, die wir da gerade haben. So. Knochenwurzelstab. Rein da. Ganz, ganz viele machen wir davon. Und hier brauchen wir aktuell nichts. Die ganzen Spitzhacken, die werfen wir einfach mal in Fluss. Sind ja noch aus Holz. Die werden bestimmt biodegradable sein. Die werden sich mit der Zeit selbst abbauen. Hoffentlich die spawnen. Ansonsten haben wir hier eine schöne Spitzhackenansammlung. Hey, ich dachte, da auf der Insel ist auch noch ein schöner Baum. Ach, ist er auch. Das sah so im Hintergrund aus. Nee, sieht gerade im Hintergrund aus. Und da ist einer gespawnt. Und da auch. Na gut. Wenn sie meinen... Haben wir eigentlich noch genügend Ressourcen jetzt, um eine neue Waldaxt zu machen? Also eine verbesserte Waldaxt. Waldaxt. Ja, braucht ja nur Knochen und den Holzstab. Dann machen wir mal gleich drei Stück. Die sind ja so wertvoll. So, 8 haben wir davon schon. Ausgabe war hier voll. Mach mal einfach. So, 10 Marmor haben wir da noch übrig. Das können wir auch jetzt am besten mal in eine Kiste legen, da wo schon Steine drin sind. Granit da rein. Granittafel. Marmor. So, die Armbrust kommt zu uns und die Schubsaftbeeren. Wer redet denn da? Und für die nächste Stufe brauchen wir jetzt noch, genau, die Knorrenwurzelstäbe. Dann können wir in der Zeit vielleicht die Hühnchen streicheln. Oh, du hast ja auch noch gekackt währenddessen. Das ist nicht sehr nett. Ah, dann war es wohl eine gute Streicheleinheit. Hat das Hühnchen so richtig schön entspannt. Ja, da freust du dich. Oh, danke für die Kacke. Und das hat mir nicht mal ein Ei gegeben. Na gut, was will man machen, was will man machen? So. Gleich haben wir's. Oder haben wir... Oh, wir haben schon.
Dann können wir es upgraden. Sehr schön. Und ich habe gesehen aus dem Augenwinkel, wir haben eine riesige Lodge freigeschalten. Die ist ja tatsächlich okay. Ich glaube, die wird sich tatsächlich eignen für die Produktionsteile, obwohl ich sehe es gerade leider nicht von innen. Könnte aber trotzdem sein. Das wäre dann so schön hier am See. Müssen wir mal schauen, wie wir das platzieren können. Was kostet die denn? Nur 218 Holz, das geht eigentlich. Wir können natürlich auch ein paar Blockhütten bauen. Eine Ansammlung an Blockhütten für die Verarbeitung. Das müssen wir mal schauen. Den Pavillon haben wir auch, aber den würde ich ganz gern da wirklich auf die kleine Insel setzen. Und da ist ein Regenbogen. Aber ich würde trotzdem mal sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.